Herzlich willkommen zurück zu WWE 2K15, meine Karriere. Und ja, wir werden jetzt unser erstes NXT-Match haben. Und zwar drücke ich jetzt auf A. Was? William Regal, Bill Demon hält große Stücke auf dich, normal. Aber du musst dich beweisen, tue ich. Ich gebe dir diesen Monat 4 Kämpfe. Oh, gib dein Bestes, dann bringe ich dich in einen Hauptherausforderkampf um den NXT. Was? So schnell? Geil. Ach, El Hondero, hi. Hey. Schön, dich wiederzusehen, ne? Ich habe mich so ein bisschen verbessert und zwar habe ich die Ausdauer und Ausdauererholung um einiges hochgenommen. Musste einfach sein. Nee, alte Bekannte trifft von Opa NXT, aber ich bin gespannt. Ach so, zum Match. Ach so, ich dachte, der lädt schon. So, immer noch Angst vor der Gamer. Oh. Dort sind wir. Will da irgendwer was von uns oder was ist los? Ja, Mann. Erfüllt im Blues. Er fühlt es. Und man hat gesehen, ne, auch wenn man nicht viel von seinem Gesicht sieht, er meint es ernst. Und dort kommen wir. Gamer, ich hab euch lieb. Ja, man ist so voll geflasht. Ich glaube, der hat keinen Einzug, weil der Einzug ja an für sich bei Dings wäre. Den Einzug erstellt man ja in der SmackDown-Arena, die sind ja größer als die, vielleicht hat er deswegen keinen, oder der ist halt einfach geflasht. Nicht, wenn er die Musik ist von Tyson Kidd. Ich finde die ziemlich cool. So, reicht so erstmal. Oder reicht auch nicht. Kannst dich weggucken. So, geht doch. Und dort spielen wir jetzt gegen El Hondero. Unseren alten Freund mit Nenzelgiri. Natürlich, womit sonst? Muss ich mal schauen, ob wir jetzt jede Folge ein NXT-Match machen oder sonst wie. Ich muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich kenne mich ja eben noch nicht aus. Okay, jetzt gibt es erstmal Shane Wrestling. Ne, gibt es erstmal nicht, denn ich schub's ihn erstmal weg. In El Hondero hier zwei unbekannte Leute für das NXT-Universum und zack, noch ein Enzigiri hinterher. Und natürlich wollen wir uns richtig gut beweisen, denn wir wollen Hauptherausforderer sein für den NXT-Championship, jetzt mal ehrlich. Ah, ich hätte auch einen Schwung was reinmachen können. Scheiße. Aua, mein Knie. Aua, hä? Ich drück perfekt, was willst du denn von mir? Ja, geht doch. Also bis jetzt kommt man nichts anderes aus der Enzigiris Land. Zack, erstmal das Knie zerschmettern hier. Der Junge darf nicht mehr laufen. Laufen wird überbewertet. Okay. Ja, gibt wieder aber kein Jane Wesley. Bam, Dropkick. Ja, wir zeigen natürlich, was wir alles drauf haben. Was wollen wir jetzt? Achso, gar nichts. Okay. Okay, das war... Abstimmungsfehler, würde ich sagen. Achso, ich hab'n. Ah, ich hab das nicht mitbekommen. Ich hab gedacht, was kommt jetzt? Ja, Enzigiri, der immer. Ist mir egal, kann man immer mal machen. Und der Schiedsrichter guckt natürlich zu, der auch immer wieder derselbe ist. Jetzt erstmal mit dem Publikum arbeiten hier, indem wir eine Hand heben. Und zack, mit dem Arm auf dem Boden. Braucht El Hondero zwar, glaube ich, nicht so unbedingt so einen Arm, aber... Und Powerbomb! Was zur Hölle? Voll auf den Boden gesmashed und den Arm gleich hinterher. Und, was können wir so machen? Oh, wir kriegen erstmal... Ah, hab vergessen, wie den Move nennen. Und wir kriegen erstmal so ein... Nee, Standing Shooting Star Press ist das nicht. Ah, Standing Moonsault wohl, ja. Und den haben wir ausgetrickst und Sidewashing Next Sweep. Sehr gut. Er ist auch fett auf dem Boden. Und in die Seile. Oh. Und zack. Voll auf den Kopf. Was machen wir jetzt? Ach du. Nein. Oh, fuck, das tut richtig weh. Bam. Das tut weh. Hä? Ich wollte da gegen die Absperrung. Hilfe, es ging nicht. Wenn der Move, den machen wir ja gerne.
Ist hier der Typ eigentlich? Kann ja sein, dass ich ihn jetzt nicht mehr höre, weil ich die Kommentatorenstimme ausgemacht habe. Das wäre richtig gammelig. Schade, wir können nicht runterspringen. Komm hoch, El Hondero, was ist denn los? Nein, ich wollte einfach wieder runterprügeln. Dann hinterher springen. Und Suplex! Wir müssen ja die Leute hier unterhalten. Ich kann so ein bisschen ablassen. Weil es auch nichts passiert jetzt in der letzten Zeit. Und der kontert. Und zack, in die Ecke mit dir und BAM! Ja, sehr schön. Und jetzt einfach nur, um die Leute hier glücklich zu machen. Also die Ausdauer gefällt mir schon um einiges besser. Die wir haben, aber ich habe die auch richtig hochgesetzt. Und jetzt versuchen wir natürlich erstmal einen Pepsi-Plunge. Der wäre natürlich richtig episch, um den Leuten zu zeigen, was wir können. Was El Hondero so einstecken kann. Und BAM! Pepsi-Plunge! Richtig gut. Und jetzt, noch wenn er aufsteht, gibt es erstmal einen Pepsi-Plunge als Finisher. Wäre es eigentlich auch richtig gut. Jetzt gibt's erstmal. Nein, der konnte den Finish, habe ich geheult. Dieser Hund. Bam. Knie in den Magen. Und zack, DDT. Direkt hinterher. So, jetzt gerade haben wir wieder unser Ausdauerproblem. Und. Body Slam. One. Two. Three. Nein. Hör, der, man hat sogar schon ein Geräusch gehört, der auf den Boden gekloppt hat. Curb Storm wäre auch geil. Aber ich weiß schon, was ich noch als zweiten Finisher nehmen werde, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Oder halt erstmal den Shiranui ersetzen werde. Wenn es kann. Aua, in den Magen. Das kassieren wir auch, ey. Ich fasse es nicht. Aua. Ja, wieder. Umso länger wir gegen El Hondero kämpfen, umso länger, umso besser kommt der ins Match. Hatten wir schon letztens im Performance Center. War genauso. Aua. Ah, fuck. Ja, sag ich ja. Gerade läuft nicht. Aber wir haben gekontert, den haben wir erstmal. Und zack, auf den Boden mit dir. Wieder mal hier. Das hat man schon jetzt. Nein. Boah, danke. Der war wichtig. Oh, Ausdauer aufladen. Eigentlich wollte ich einen Move machen. So. So, jetzt ist er voll auf den Schädel. Bam! Knie ins Gesicht. Das tut immer richtig gut. Hab ich gehört. Boah. Ja, wir müssen ja erstmal. Und das ist gerade richtig wichtig. Ja. Ab jetzt haben wir nämlich unser Ausdauerproblem. Ich glaube, der stellt nämlich den zweiten Ausdauerbalken nicht wieder her, oder? Ne, jetzt spielen wir wieder nur mit einem Ausdauerbalken und der ist nicht so gut. Aber gerade läuft's wieder. Scheiß auf Move-Vielfalt gerade. Scheiße. Nein! Oh Gott, wenn der nicht sitzt, ist alles vorbei. Oh, fuck! Da gibt der uns den einfach. Egal, können wir auch. Jetzt komm hoch. Jetzt kriegst du einen Side-Effekt ab und dann ist Ende mit dir. Zack, schlägt vorbei und Side-Effekt! Und jetzt, komm, wir warten, bis er aufsteht. Und dann gibt es einen Shiranui vom Feinsten. Und genau in der Ringmitte. Perfekt. So, und das war's mit El Hondero. So, one, two, three! Und damit holen wir uns den ersten Sieg. And the future comes now. Ach ne, fuck, Text verkackt, ja, sehr gut. Und dann hier nochmal die Replays. Ja, Knie sieht man gar nicht. Ah, der Text passt doch einfach. Ja, the future is here. So. Ja, da gab es dann irgendwann den Shiranui und dann war halt Ende. And the future is now. Genau so ist es. Boah, sehr gut. Ja, immer noch Angst vor der Gamer. 4,5 Sterne Match geht voll klar. Und wir haben
Jetzt sind es noch 100 TP-Punkte. Hör ekelhaft. Und wir haben einen Follower bekommen. Jawoll. Wilking Weagle. Was? Okay, das war ein Anfang. Ich erkenne Potenzial in dem, was du in deinem Kämpfen bringst. Zeig einfach ein paar Siege nacheinander, dann hast du den Hauptherausforderer-Kampf in der Tasche. Ui, ja, das wird nice. Das wird richtig schön. Aber wir gehen jetzt noch nicht ins gute alte... Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Wir gehen noch nicht ins nächste Event. Ich verabschiede mich, war jetzt eine 10-Minuten-Folge. Und da kann auch mal öfter kommen. Diese Performance Center mache ich erstmal lieber für mich, würde ich sagen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.